Hallo und willkommen. Ja, erstmal stärken, bevor uns hier unten die Creeper angreifen, falls sie denn noch da sind. Ich glaube sogar, dort steht einer. Mal ganz vorsichtig hier runterlaufen. Ja, niemand da. Und diesen grünen Herrn werden wir dann mal eine verpletten. Und dann wieder wie an jedem Anfang schnippschnapp Schafe rasieren. Und Material für Knochenmehl sammeln. Damit wir unsere Schafe nachher, wenn wir sie nicht mehr blau brauchen, wieder weiß machen. Das sieht nämlich einfach schöner aus, wenn die Schafe weiß sind. Alle werden wir vielleicht nicht mehr finden. Was wir auch mal machen könnten, wäre mal Gifttränke mischen. Und dann könnten wir die Creeper einfach mit Gifttränken bewerfen. Aber gibt auch nette Tränke, die wir brauen können. Aber heute werden wir weiter Dach bauen. Mal sehen, wie weit wir denn heute kommen. Ja, mal sehen, was da mit dem, im Januar soll das Redstone Update 1.5 kommen. Bin mal gespannt, was wir da an Redstone-Kram Neues bekommen. Wollte ich eigentlich offen lassen, aber lässt sich jetzt nicht so schön bauen. Was wir da Neues bekommen, ich finde, ja, Redstone sollte vielleicht ein bisschen anders gemacht werden, also auch für Leute wie mich, dass sie einfach einige Sachen einfach kapieren. Denn ja, wenn man zum Beispiel eine Pistons ansteuert, kann man die über 10 verschiedene Möglichkeiten ansteuern. Aber wenn man einen Block ansteuert, der direkt, ja, hier zum Beispiel diesen Block ansteuert. Da muss man dann eine Leitung direkt dran legen. Aber wenn man Pistons ansteuert, da kann man einfach die Leitung einfach irgendwie hinlegen und schon geht die Pistons hoch und runter. Und genauso ist das mit den Redstone-Lampen. Wenn ich eine Lampe einschalte, gehen die vier, die direkt dran liegen, auch alle an. Dann muss ich wahrscheinlich ja. Muss ich wahrscheinlich auch drunter eine drunter bauen, damit ich die Wand dann zuziehen kann. So, eine Runde sind wir schon weiter. Langsam nimmt doch das Dach die Form an. Ja, ich mache das einfach gleich mit Halbstufen hier hochziehen. Ist zwar nicht so ungefähr, ist nicht so, aber wir verbrauchen halt ein bisschen mehr Halbstufen, das macht aber nichts. Und eine Axt hätte ich mir schon mal machen können. Dann verkloppen wir das Ding halt mal mit den, ja, mit den Knochen. Und hier müssen wir dann dasselbe bauen.
Ist ja schön, dass man jetzt die Halbstufen oben und unten dran bauen kann. Noch schöner wäre es, wenn es sogenannte vertikale Halbstufen geben würde, dass man zum Beispiel auch ja, halbe Wände bauen könnte. Und dann wäre es noch schön, wenn man die Halbstufen, zum Beispiel die verschiedenen Halbstufen, kombinieren könnte zu einem Block. Also nicht bloß zwei von diesem Holz übereinander, sondern von diesem Holz und diesem Holz übereinander. Das geht ja nur mit, nur wenn der Block komplett voll ist. Naja. Und so wie es aussieht, sind sie mir schon wieder ausgegangen. Muss ich aber, ich werde mir jetzt auch eine Axt machen. Muss sowieso hier runter. Und hier unten werden wir begrüßt von Besuchern des noch nicht fertiggestellten Restaurants. So, eine Axt. Eine Axt, den Knochenmehl werden wir auch wieder nehmen. So. Tropenholz müssen wir einmal umwandeln. Halbstufen draus machen. Das ist zum Beispiel auch etwas, wenn ich einen einzelnen Dings kriege, kriege ich einen normalen Knopf draus. Und ja, ist alles ein bisschen merkwürdig noch. Genauso wie mit Stickies. Egal welches Holz ich nehme. Immer Stickies raus, immer dieselben Stickies. So, und hier werden wir mal nochmal öffnen. Soll ja auch oben aufs Dach hochkommen. So. Ich weiß nicht, wie euch das jetzt hier gefällt, dieses Dach in diesem Holzoptik. Aber offensichtlich hat euch das Holz gefallen. Und mir gefällt das Holz auch. Ja, das war einfach nur so eine Idee. Ich habe in einer Tischlerei gearbeitet und habe mein Handy dabei gehabt, mein Smartphone, und habe einfach ja, Fotos gemacht von Holzsorten. Von Kiefern. Und übrigens habe ich in meinem Ankündigungsvideo gesagt, das sind Fichten. Fichtenholz heißt es hier bei Minecraft. Aber das Holz, was ich draus gemacht habe, ist Kiefernholz. Also nicht wundern, wenn euch irgendjemand mal sagt, so, das ist Kiefernholz, das ist keine Fichte. Fichte ist genauso hell, fast so hell wie die Birken. Hat aber auch solche Äste wie die Kiefer. Aber ist eben helles Holz. Und deswegen habe ich hier Kiefer genommen. Weil wir eigentlich dunkles Holz haben will. Im Englischen heißt es, glaube ich, sogar Dark Wood. Also dunkles Holz. Warum irgendjemand das zu Fichtenholz umgewandelt hat, keine Ahnung. Denn die Bäume sind eher Kiefern. Auch die Stämme sehen aus wie Kiefern. Zumindest bei mir im Texture Pack. Und die Nacht neigt sich. Das bedeutet, wir sammeln unser
runtergefallenes Holz noch auf. Ich weiß nicht, ob hier vorne lag, glaube ich, auch noch einer. Ja. Und dann geht es ab ins Bett. Bevor hier alles wieder rauskommt. Ein Weihnachtscreeper. Haben wir natürlich wieder ein Loch vorm Haus. Egal. Da ist ein Weihnachtscreeper hochgegangen. So, gute Nacht und tschüss.